Was also Leute, hier ist wieder Drag Dennis mit Let's Play Dead Space 3. Kleinen Moment, mein Controller. Wo ist mein Controller hin? So. Okay, im letzten Part haben wir uns so ein bisschen aus der Health Pack Knappheit herausgewunden. Mit wirklich verblüffenden Ergebnissen hätte ich gar nicht mehr mit gerechnet, dass wir tatsächlich noch so viele Health Packs rausbekommen können. Damit schaffen wir definitiv etwas, solange ich sie nicht aus Versehen einsetze. Naja, okay. Der Vermieter steht, glaube ich, an. Irgendwann. Ich hoffe es mal, weil er mich nervt. Ich meine, wer verfolgt einen ins Untotennest, nur weil man die Miete nicht bezahlt hat? Danik, ey. Ich glaube, oh nein, schon wieder die. Und da sind welche von Daniks Leuten. Na, Tote. Tote meine ich natürlich. Sieht ja sehr schön aus. Guckt euch das mal an. Das ist diese Hydra. Das ist dieses Vieh, was mich zur Weißglut trieb. Offenbar wurde es von den Wissenschaftlern hergestellt. Was ist denn das? Alien-Artefakt? Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mit den Textlogs handhabe... Dann definitiv nicht so! Was? Wieso kommen die überhaupt hin? Ich komme nicht klar. Verdammt. Ich sollte auch wandelnde Munitionspacks sein. Stattdessen, werde ich getötet. Ich setze jetzt meine Health Packs nicht ein, weil das war definitiv zu suboptimal, um das geltend zu machen. Ich meine, ich gucke mir so einen Log an und plötzlich werde ich angegriffen. Ich guck's mir nicht mehr an. Ich wollte euch bloß sagen, dass ihr es euch selbst das Video pausieren sollt und durchlesen sollt, wenn es euch interessiert. Da konnte ich ja nicht mal. Ich glaube, da ist einer in mich reingelaufen. So. Gesehen? Okay. Ich lese mir das auch noch später beim Rendern durch. Ja, der ist bestimmt in mich reingelaufen und dann kam der Angriff. Oder einer von denen ist in mich reingelaufen. Und dann kommen sogar andere Viecher als die jetzt. Ja klar, weil es hier rumlag und das ist keiner von Daniks Leuten. Verdammt. Bitte, lauf doch ab von mir. Danke. Und so. Danke, das nehme ich gerne, weil zusätzliche Health Packs helfen mir. Okay. Ich sehe schon, wo das Ganze hinführt. Ich bin wieder total am... meine Taschenlampe ist ausgefallen. Mein Gesicht wird nicht mehr beleuchtet. Verdammt. Werden. Sterbt doch alle. Lasst mich in Ruhe. Kommen noch mehr? Tatsache. Hauptsache. Hinter mir auch? Ist ja super. Hauptsache, die kommen immer von 30.000 verschiedenen Seiten. Lass diesen Versuch. Das bringt nichts. Was ist mit meiner Taschenlampe los? Aha. Jetzt funktioniert's wieder. Ist ja super, dass du mich gerade in solchen Momenten im Stich lässt. Oh, den speichern wir auf jeden Fall ab, egal was passiert. Zwei Health Packs in diesem Spind ist geil. So. Ich kann das nicht aufheben. Ist ja super. So. Ich will das Audio-Log noch. Dr. Earl Serrano, Status-Update. Offenbar haben alle bisher gefundenen Exemplare einige überraschende Gemeinsamkeiten. Beispielsweise Kiemen und etwas dafür für Schwimmblasen und einziehbare Flossen. Für ein gefrorenes Ödland erscheint mir das recht ungewöhnlich. Es sei denn, es war nicht immer gefroren. Ich bin heute der Überzeugung, dass dieser Planet einst ein riesiger Ozean war und ein plötzliches Ereignis Blitzfrost auslöste, der alles im Eis einschloss. Meine Taschenlampe gibt langsam wieder den Geist auf. Das ist alles, was mir dazu einfällt. Wir sollten hier noch irgendwo ein Rosetta-Teil wieder haben. Dort hinten wieder so eine Abladeschiene haben. Oh Mann, meine Taschenlampe ist schon fast gar nicht mehr am Leuchten. Das gibt's doch nicht. Das liegt aber nicht an den Batterien. Das liegt an der Lampe. Mann, so ein verdreckter Mist. Was will das Ding eigentlich an einem Rosetta-Teil? Na egal. Ich muss das Teil irgendwie kriegen. Ach, da oben ist es. Na ja, schön, es erstmal gefunden zu haben. Ja, was ist jetzt passiert, Leute? Ich glaube, es erklärt sich so ziemlich von selbst, dass, weil ich das Rosetta-Teil gerade
gegen die, wie soll ich sagen, gegen die Wand habe bappen lassen. Die Aliens auf mich aufmerksam geworden sind durch das Geräusch. Was übel geil ist. Naja, egal. Ich bin jetzt in der Ecke, wo theoretisch nicht so viele Gegner auf mich kommen sollten. Ah, verdammt, verdammt. Nein, nein, nein. Komm schon. Ah, abschütteln, abschütteln. Mann, manchmal habe ich das Gefühl, man kann so viel drücken, wie man will und es bringt trotzdem kaum was. Okay. So. Und wieder welche weg. Komm schon. Und die nächsten. Gib mir Munition, gib mir Health Packs. Dann sind wir d'accord mit allem. Haben wir es. Sieht gut aus. Ich bin nur festgesetzt durch das Rosetta-Teil. So. Huh? Wir haben auf jeden Fall viele Health Packs. Schön viele. So, das benutze ich. Dann sammle ich das noch ein. So, Matgear können wir jederzeit gebrauchen. Kleine Health Packs. Okay. Mir ging es um das Stase, was hier war. Genau. Die Stase können wir nämlich auch auf jeden Fall gebrauchen. Benutzen geht nicht. Jetzt ist mein Inventar voll. Haha. Guckt euch das mal an. So. Dann entferne ich das kleine Health Pack und nehme dafür das Stase Pack mit, weil da können wir dann noch zwei draufsetzen. Und Stase brauchen wir offenbar, wenn noch mehr von diesen Viechern kommen. Okay, das haben wir gut überstanden. So werde ich das Spiel jetzt versuchen durchzuspielen. Einfach so lange gegen die Viecher kämpfen und versuchen zu überleben, bis wir einfach mit dem bestmöglichen Profit an Item Drops durchkommen. Eine andere Möglichkeit sehe ich da kaum. Deswegen machen wir das so. Weg da. Oh. Achtung, Harry. Ah, ich sehe es. Das war alles, was du zu sagen hattest. Ah, ich sehe es. Ja, meine Taschenlampe hat sich auch gerade wieder eingeschaltet, deswegen mein Whip, weil ich total überrascht war. Okay, Munitionsclips sind auch voll. Wir haben ja aber genug im Inventar. Nee, ja, Lampe! Du bist klasse, kleinen Moment. So, gucken wir mal, ob das jetzt hält. Entschuldigt diese ganzen Aufnahmeschwierigkeiten. Ach, Equipment-mäßiges war ja noch nie meins. Na, mag mich ja nie. Pregnant! Das heißt, selbst wenn ich durch diesen Raum irgendwie ohne Kampf durchgekommen wäre, hätte ich kämpfen müssen? Ja, lade nach, Isaac, ist klar. Das ist blöd. Das ist richtig blöd gerade. Wir haben hier aber Health Packs hier, zum Glück. Wenn der tot ist, dann glaube ich, nehme ich jetzt hin, dass das in diesem Gang so gelaufen ist. Aber ich muss erstmal das kleine Vieh da noch töten. Wo ist es? Da bist du. Du bist noch so ein normales. Hm. Okay, du hast ein Health Pack nicht gedroppt. Du hast irgendwas anderes gedroppt, was ich gar nicht erst wieder aufheben kann. Na, egal. So. Okay. Okay. Wir haben hier ein mittleres Medipack. Ich wurde nicht getroffen. Trotzdem, ein kleines gegen ein mittleres austauschen, das ist Pflicht. Also, das ist ein Denken, das muss ich drauf haben. So. Okay. Dann durch die Türen gucken, was haben wir hier noch so? Okay. Jetzt kann sie mir ruhig wieder Viecher entgegenschleudern. Jetzt habe ich genug Health Packs. Ich habe mich irgendwie gesammelt. Was ich kaum glauben kann, ehrlich. Ich kann es noch kaum glauben. So wie es in den letzten Parts über aussah. Fortschritt wird auch noch gespeichert. Ja! Top! Ah! Naja. Jetzt kommt ein Boss und all meine Health Packs sind weg. Ich sehe es kommen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich so viele kleine liegen lassen musste. Aber na ehrlich, was bringen mir die ganzen kleinen? Hätte vielleicht in größere investieren sollen oder so. Aber egal. Clark ist irgendwo da unten. Such weiter. Nein, tut das bitte nicht. Kacke. Deine X-Shuttles fliegen in der Gegenpatrouille. Oh Gott, lass dich bloß nicht blicken. Nur keine Sorge, das wird schon gut gehen. Jetzt nicht Metroid, wollte ich schon sagen. Necromorphs kommen, wird alles gut gehen, wollte ich sagen. Ich glaube, wir haben hier keine Zeit. Und ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Hä? In welche Richtung muss ich überhaupt? Ja, ist klar. Hauptsache genau dorthin. Hauptsache genau dorthin. Hauptsache, ich habe keine Möglichkeit, vor dem Schuss zu entkommen. Ich meine, der ist ja wie dran geklebt an mir. Ha. Ja, so viel zu meinen schönen Health Packs. Komm schon, ich entkomme dem doch. Alter, ist das schlimm hier.
Bin ich hier wenigstens richtig? Ich kann es nicht mal sehen. Und jetzt muss ich ernsthaft auf diese scheiß Tür warten, während der mich abschießt? Das war schlecht. Oh Mann, das hat mich gleich mal drei... Ich habe nichts gehört. Aber das hat mich gleich mal drei Slots gekostet. Das war nicht gut. Drei Erste-Hilfe-Packs nur für diesen Mist. Ah gut, wenigstens kicke ich zwei wieder raus. Aber das Kleine setze ich ein. Da haben wir Inventarplatz. So, okay. Mit Health-Packs haushalten ist jetzt halt oberste Priorität. Entschuldigt, wenn ich so viel darüber rede. Aber was soll man sonst machen, ne? Was soll man sonst machen? Ich befürchte, wir werden den Weg auch noch zurückgehen müssen. Oh nein. Und lass mich raten, hier sind noch mehr von denen. Ein Necromorph mit einem Licht. Ist ja schön. Ich dachte schon, da taucht irgendwas hinter mir auf. Nö, offenbar nicht. Aber wir werden diesen Necromorph bestimmt... ...noch kennenlernen. Was ist denn das? Was ist mit dem los? Scheiße! Diese Bewegungen! Das gibt's doch nicht! Danke, Soldat! Wenigstens warst du freundlich und hast mir Stase gegeben. Und davon werden wir noch mehr haben. Ja. Just said it! So! Erstmal hier eure Gliedmaßen von oben heraus abtrennen, weil ich glaube, ihr habt Panzerung, deswegen geht das anders nicht gut. So. Es ist echt schlimm, gegen euch zu kämpfen, wenn ihr die ganze Zeit hier so hin und her wuscht. Ihr seid Kacke. So. Okay. Ich mag euch nicht, nur damit ihr es wisst. Ich will nicht gern mit euch spielen. Na los. Bist du jetzt tot? So. Okay. Man kann deren Taschenlampendinger noch aufheben. Aber das bringt mir nicht wirklich was, ne? Naja. Ha. Müssen die tatsächlich noch neue Necromorphs einführen, die so Wubbelzuppel sind? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das ist ja krank, dass dieses Spiel einem hier entgegenschleudert. Richtig krank. So, aber wir haben es geschafft irgendwie. Irgendwie kamen wir daran vorbei. Und wenn die jetzt wahrscheinlich Standardgegner sein, freut mich nicht. Me does not like. Tja. Ich warte. Gut. Ich frage mich, in welchem Kapitel ich bin. 14 immer noch oder 15 schon? Ich weiß nicht genau. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Ich bin einen komischen Weg zurückgegangen, wie es aussieht. Weil hier war ich ja schon mal. Altmaterial, Metall. Altmaterial, genau. Ist klar. Okay, ich kann mich hier jederzeit wieder auffüllen, so, und das ist gut. Immer eine Safe-Raum haben ist gut. Bumm. Beim letzten Mal bin ich ja hier durchgekommen. Aber ich war doch in dem Gebäude, warum musste ich so komisch zurückgehen? Na, egal. Auf zur Workbench. Mal gucken, was wir da noch machen können. So, was haben wir da neu? Irgendwelche Platinen eigentlich gar nicht, ne? Ist mir bald auch egal. Ich will nicht unbedingt neue Rahmen herstellen oder Waffen herstellen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich kann vielleicht noch ein bisschen Munition in den Safe legen, weil ich nicht unbedingt alles gebrauchen kann. So, machen wir das. Legen wir das in den Safe und den Rest behalten wir. So, dann soll das schon passen. Der andere ist für schlechte Zeiten und ich hoffe, die werde ich niemals haben. Niemals mehr. So, dann müssen wir jetzt zurück. Haben wir jetzt alle Rosetta-Teile? Ja, toll müssen wir zurück. McLinus, toll müssen wir zurück. Ich bin wirklich verblüfft davon, wie weit zurück wir gehen müssen. Wir müssen wieder raus. Ist das dann doch ein anderes Gebäude gewesen? Hier sieht aber alles gleich aus irgendwie. Arge. Ich warte. Jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt kommen mehr Zappel-Philips. Sie ist schon kommen. So, gib mir das schon mal im Voraus. Das nehme ich mir auch gleich schon mal. Danke für die Stase. Das kannst du mir auch geben. Ripcore, also noch einen. Dann kann ich mir einen zweiten Ripper machen an dem Plasma-Cutter. Und da bringt nichts. Dann lassen wir's. So. Dann über die Brücke hier rechts ging's auch noch lang. Die Frage ist, kam ich da jemals irgendwo her oder so? Ich weiß es nicht. Ein Geist, ein Körper.
Ja. Ist klar. Leck mich. Leck mich. Ganz gepflegt. Was sag ich dir? Zielfernrohr mit vollem Zoom. Fernrohr mit vollem Zoom erhalten. Also ist das hier bloß ein Secret Place? Gut. Weil ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, hier das zu erkunden und in 30.000 Necromorphs reinzurennen, die ich hätte ignorieren können, wenn ich nicht diesen Gang lang gegangen wäre. Naja, so muss man das Spiel halt einschätzen auch. Weil passiert hier nicht gerade selten, dass sowas kommt. Ich weiß ja nicht mehr, was ich sagen soll. Okay, dann halt über die Brücke. Da leuchtet wieder was. Ist das wieder eins von diesen Viechern? Ich sag's euch bloß. Nein, das ist eine Tür, wie es aussieht. Aber die kommen bestimmt gleich noch. Zappel Philips. Oh. Komm hinter der Kiste schon hervorgesprungen. Na los. Ich kenne das Spiel doch allmählich. Ich stelle mich hier hin. Mit meiner Stase bereit. Und ihr kommt. Was? Hä? Von wo? Das wirst du mir doch nicht ernsthaft antun. So. Und... dich töten. Na los. Geht doch. Okay. Das Ganze wird uns ein bisschen Stase, ein bisschen Munition kosten. Wobei Munition ist eher irrelevant bei diesem Punkt des Spiels. Wir haben ja genug. Haben gerade welche in den Tresor gelegt. Okay, das war auch gut. Okay. Vielleicht ist die Waffe so schon stark genug, um es mit denen aufzunehmen. Ich glaube, ich lade mal gerade nach und würde mal sagen, du wirst schon mal geschadet. Der sollte mich bloß ablenken. Hä? Hauptsache, der springt da wieder hervor. Zurück. Kommt einfach her. So, ich bin unbewaffnet. Guck mal. Ich nehme mal ein Health Pack, nur mal so zum Sichergehen. Kommt her! Ich will spielen. Naja, nicht unbedingt. Aber ich habe keine andere Wahl. Komm einfach her. Los, komm auf mich zugestimmt, während ich nachlade. Eine gute KI macht das. Ja. Auf die Weise dauert das noch ewig. Kommt! Kommt! Na los. Sonst komme ich euch hinterher. Ich sag's euch. Na los, guck. Alter, wie lange wollt ihr noch brauchen? Macht doch endlich. So, ich lade jetzt nach. Das ist das perfekte Momentum für euch. Und wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. So, ich habe jetzt gerade nicht geguckt. Wenn ihr jetzt nicht endlich angreift. Wow. Ich bin verblüfft von meinen Fähigkeiten. Echt verblüfft. So. Jetzt, Alter. Wann wollt ihr endlich sterben? Kommt. Alter, das ist doch nicht wahr. Jetzt kommt endlich her. Wieso ist da eins gestorben? Nicht, dass ich mich beschwere oder so. So. Jetzt macht endlich ihr beiden. Ich vermute, dass es zwei sind. Kommt endlich her. Ich komme euch sonst hinterher, ich sag's euch nur. So. Damit bist du tot. Und dein Kumpel kann auch gleich kommen. Na los, wo bist du? Ich habe jetzt lange genug diese Faxen mitgespielt. Ach, das war's. Sind ansonsten alle tot. Also ich kann es gerade nicht sehen oder hören. Ob die Musik aufgehört hat, die da war. Ob da, wenn ich hier gekommen ist, ich weiß gar nicht. In jedem Fall wird es langsam Zeit, das Ganze hier zu beenden. Diesen ganzen Let's Play Part. Naja. So. Machen wir das noch. So, wo auch immer ich hier lang komme. Naja, ist außer Betrieb. Dann komme ich da später noch lang. Was haben wir denn da? Was ist das? Artefakt entdeckt. So.
lest euch durch, während ich gerade alles da zeige und so weiter. Und meine Nase läuft, deswegen ich muss langsam den Part beenden. So, pausiert, lest euch durch und habt Spaß damit, würde ich sagen. So, ich nutze jetzt jedenfalls hier das erstmal als Stopppunkt für meine Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Dead Space 3. Danke fürs Zusehen. Dragline is over and out. Tschüss.